Nico hat ein neues Video hochgeladen. Das würde ich mir gerne reinziehen, meine Freunde, wie eine Nase Kokain. Ich würde sagen, wir fangen an und schauen mal rein, was sich so auf YouTube getan hat, wegen den Subs. Ja, die 3K müssen kommen, Leute. Ausrufezeichen Prime in die Masse rein. Ich sag's nicht nochmal. Dankeschön. So, Nico, was hast du gemacht? Komm, scheiß mal drauf. Die nachfolgende Sendung. Das Haus zahlt sich nicht von alleine, das sowieso nicht. Sendung ist nicht für Zuschauer ohne geeignet. Ah ja. Also gut, ey. Ah! Das kann ich keinem erzählen. Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Kurz. Digga, also wirklich. Irgendwann. Irgendwann, Bro. Irgendwann musst du zum Friseur. Werbung in eigener Sache. Heute 19 bis 21 Uhr. Das ist Ola jetzt Kala. positiv. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Mein ursprünglicher Plan mit meiner Frisur war der folgende. Ich wollte eigentlich beweisen, als normaler Typ, wie ich es bin, Ja. dass es möglich ist, egal welche Frisur man trägt, Ja. dass man irgendwie trotzdem gut aussehen kann. Ist absolut nach hinten losgegangen. Aktueller Status von 5 angewendeten Frisuren. Oh. Nicht ein Look, der auch nur ansatzweise irgendwie gut ausgesehen hat. Liebe To be honest, die kurzen Haare gingen noch klar. Die kurzen Haare gingen noch wirklich klar. Leute, ich glaube langsam, es liegt nicht mehr an der Frisur. Wie krass wäre es, wenn jetzt einfach so aus dem Nichts Werbung kommen würde? Jungs, Mann, ey, was ist das, Mann? Wir hatten schon lange nicht mehr diesen krassen Männerabende, Homo, Digga. Wir müssen endlich mal wieder richtig derbe einen drauf machen, Digga. Ja, Mann, da hast du recht. Das ist, Bro. Das ist ein Möbelhaus. Ihr seid in einem gottverdammten Möbelhaus. Ja, irgendjemand einen Vorschlag, was wir machen könnten. Lass doch eine fette, miese, runde Topfschlagen machen. Eis, 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 Jungs, scheiß drauf. Suren verpassen können. Jetzt fehlt nur noch, dass sein Bart zu Spaghettis mutiert. Alles klar. Immer sind irgendwelche Sprüche gefallen. Oh, da wurde wieder auf Nikos Kopf das Meer gespalten. Oh, jetzt hat es sich eine Ladung Spaghetti mit Schamhaaren auf seinen Kopf gemacht. Jetzt hat er das Kochbuch geteilt. Das Ding hat ein Ende. Macht euch gespannt. Ich hab schon gesehen jetzt. Oh, Leute. Auf das. Es sieht doch scheiße aus. Gespaltene Spaghetti-Meer. Oh. Mit elektrisierendem Einfluss, meine. Also, Digga, das ist ja. Es ist doch. Es ist doch. Ey, wir kennen ihn doch. Meine Damen und Herren. Das ist doch ganz klar. Es ist ja wohl sonnenklar, wer das ist. Diesen Mann, den kennt man doch. Es ist. Ja! Ja! Es ist. Er! Ist es? Er! Es ist. Er! Albert, Affenkacker, Dankeschön für deinen Sub. Danke für den Hype Train. Macht voll. Nicht alle. It's fucking awesome. Enjoy. Nochmal ganz kurz zurück. Also Leute. Also Leute. Die Frisur. Nicht alle. Also Leute. Ich. Ja. Und einer von den beiden ist geistig behindert. Awesome, enjoy. Schlimmer als die Zahnbürste kann's nicht werden. Nico, hold my Kombination aus Schüttelmeitel, Nudeln und Seiten auf Null. Und dazu gab's noch einen ordentlichen Griff in die Steckdose. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Wer will mir jetzt frisurentechnisch noch das Wasser reichen? Hallo, meine Lieben. Wie Nico? Mit der Frisur Weiber wegschillert, bleibt für mich ein Rätsel, mein Freund. Nico ist einfach der Typ, der zeigt, es braucht nicht viel Geld. Man kann über 100.000 Euro Schulden haben, mindestens. Man kann eine scheiß Frisur haben. Man kann auch nur 1,60 groß sein und einen kleinen Schwanz haben. Es kommt einfach auf die Persönlichkeit an. Und ich gebe dir jetzt eine Weisheit mit auf den Weg. Um Frauen zu beeindrucken, musst du nicht gut aussehen, sondern du brauchst richtig viel Geld. Ja. Moment mal ganz kurz. Für mich braucht ein Mann ein fettes Auto. Jetzt weiß ich, was Au. Bill Cass mit Mount Everest meinte. In Scope.
Eine 20 oder eine 30? Ich fühle mich gerade so krass confident mit der Frisur. Sind wir mal ehrlich, an alle Mädels jetzt, die zugucken. Wenn ein Typ wie ich auf euch zukommen würde in einer Bar abends, mit dieser Attitude. Digga, da gibt's Pfefferspray. Da gibt's Pfefferspray ins Auge, ganz klar. Na Süße, schon mal was mit einem Six-Gott zu tun gehabt? Schlimmer kann's eigentlich nicht mehr werden. Der folgende... Ja. Kommentar hat zwar jetzt relativ wenig mit meiner Frisur zu tun, allerdings fand ich den trotzdem nicht schlecht. Unterschied zwischen Corona Warn App und Saschas Freundin. Die App hat Sascha gratis bekommen. Das meint ihr doch nicht ernst. Liebe Leute, wenn euch diese elektrisierende Episode gefallen hat, dann schallert dem Daumen jetzt gerne ein Video nach oben da und genau. Ganz genau.